Hallo meine Freunde der schönen Unterhaltung. Ich hoffe, ihr habt das Thema Strecke, Strahl und Gerade ein bisschen verinnerlicht. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Thema, und zwar der Lagebeziehung zwischen Geraden. Und zwar ist es hier ganz wichtig zu wissen, um was es eigentlich geht. Wir schauen uns eine Situation an, in der wir zwei Geraden haben, hier auf der linken Seite. Und das Ganze, ihr seht, diese Geraden hier, die verlaufen genau so, dass sie niemals sich schneiden werden. Und der Begriff dafür, den wir verwenden, ist parallel. Also beziehungsweise, sind Parallelen. Ich nenne das hier parallel. Okay? Das heißt, es wird eigentlich klein geschrieben, weil es ein Adjektiv. Das heißt, die Geraden sind hier parallel zueinander. Was heißt parallel? Parallel bedeutet, diese Geraden haben keinen Schnittpunkt. Und was wichtig ist, ist, wenn ihr zwei Parallelen habt und ihr wollt, also beziehungsweise ihr habt zwei Linien gegeben und ihr wollt wissen, ob die parallel sind, dann legt ihr hier euer Geodreieck so an, dass es so verläuft. Die Spitze zeigt hier auf diese Gerade. Und was ihr dann schaut, ist, wie groß ist hier der Abstand zwischen denen. Und jetzt sagen wir mal, ich sage jetzt einfach mal irgendeinen Wert, der war 1 cm hier. Dann verschiebt ihr euer Geodreieck an eine zweite Position und macht dort das Gleiche. Das heißt, die Spitze hier, die Spitze zeigt genau in Richtung G2, die Spitze des Geodreiecks, und jetzt messt ihr wieder den Abstand. Das ist auch wieder 1 cm. Und wenn ihr das rein theoretisch an jedem Punkt hier machen würdet, überprüfen würdet, dann würdet ihr feststellen, der Abstand ist überall gleich und deswegen sind diese beiden Linien parallel. Also ihr solltet niemals den Fehler machen, dass ihr zwei Geraden anschaut und einfach sagt, die sind parallel. Sondern ihr müsst es eigentlich immer ausmessen. Okay? Andersrum gesagt, ich sage euch, es sind zwei Geraden in dieser Ebene drin, also auf eurem Blatt, und die schneiden sich niemals, dann wisst ihr auch, die sind automatisch parallel, weil wenn die nicht parallel wären, dann hätten sie irgendwann mal einen Schnittpunkt. Okay? Wie schreibt man das Ganze jetzt? Dafür gibt es eine ganz anschauliche Schreibweise, und zwar G1, und dann machen wir so zwei Striche runter. Das sind sozusagen die zwei Geraden, die parallel zueinander liegen, zu G2. Das heißt also, sprich, G1 parallel zu G2. Also das ist so, wie man es ausspricht, und so schreibt man das Ganze. Jetzt gehen wir zu dem zweiten, und zwar sind die jetzt hier nicht parallel, und was ihr jetzt auf einmal seht, dadurch, dass die nicht parallel sind, bekommt man hier einen Schnittpunkt. Den bezeichne ich jetzt einfach mal mit S. Das ist der Schnittpunkt. Ich schreibe es mal hier unten drunter. Also normalerweise einen Punkt bezeichnet man mit einem großen lateinischen Buchstaben. Und das ist jetzt der Schnittpunkt. Und was wir jetzt sagen können, hier als Aussage, das ist nämlich auch ganz interessant, wenn die einen Schnittpunkt haben, dann können die nicht parallel sein. Das heißt, wir sagen jetzt hier H1, und jetzt würde ich das Parallelzeichen machen und dann mache ich H2, und weil das nicht gilt, streiche ich das durch. Das heißt, H1 ist nicht parallel zu H2. Wir werden jetzt noch eine weitere Notation kennenlernen, und zwar ist es jetzt eine bestimmte Situation, in die wir reinkommen. Wenn diese Geraden sich schneiden, also ihr seht, wir haben hier einen Schnittpunkt, also die eine Gerade ist K1 und die andere ist K2. Entschuldigt bitte, dass es ein bisschen verwackelt ist, aber das ist ein bisschen schwierig mit dem Schreibtablett hier. Das heißt, wir haben den Schnittpunkt hier, und jetzt mache ich Folgendes, ich schreibe es wieder hier hin, Schnittpunkt. Und was wir jetzt machen ist, wir schauen uns den Winkel zwischen der Gerade K1 und der Gerade K2 an, und zwar hier in diesem Bereich. Und um das normalerweise zu zeichnen, ich mache immer zum Beispiel hier 3 cm hoch, 3 cm hierhin, und dann verbinde ich die beiden mit so einem kleinen Kreisbogen, mache eine schöne Pfeilspitze drauf, und dann haben wir hier einen Winkel. Und dieser Winkel, ihr seht, ich habe den hier unten schon eingezeichnet mit so einem Punkt, ist ein ganz besonderer, das ist der rechte Winkel. Rechter Winkel,
Und dieser rechte Winkel, der ist genau gleich 90 Grad. Das muss man sich einfach merken. Das heißt, wenn ich von einem rechten Winkel irgendwo spreche, dann spreche ich immer von 90 Grad. Und das könnt ihr auch wieder mit dem Geodreieck so rausfinden, indem ihr die lange Seite eures Geodreiecks hier auf die gerade K2 anlegt. Und die Spitze muss direkt durch K1 gehen. Das heißt also, ihr habt die Spitze von diesem Geodreieck, die muss durch K1 gehen. Da hilft euch eine Linie hier auf dem Geodreieck, die genau auf die Spitze zeigt. Und dann könnt ihr überprüfen, liegt die da drauf oder nicht. Und wenn ihr dann genau seht, dass die andere im 90-Grad-Winkel hier dann dazu liegt, haben wir eigentlich schon gewonnen. Die Linien sind senkrecht zueinander. Und dafür gibt es jetzt wieder eine Schreibweise. Und zwar geht es so, K1 ist gleich senkrecht zu K2. Und ihr seht, die Zeichnung hier, die wir jetzt hier gemacht haben, die entspricht eigentlich genau dem, was wir hier geometrisch haben. Ihr seht, diese Linie hier und diese hier, das ist genau das gleiche wie hier. Also das ist auf K2 und das ist die K1. Das heißt, wie würde man das lesen? Wir würden das lesen als K1 ist senkrecht zu K2. Und jetzt ist ganz interessant, also wir haben gelernt, was heißt parallel. Parallel bedeutet, die Linien haben keinen Schnittpunkt. Dann kommen wir in die Situation, in der sich diese beiden Schnittpunkte, sondern diese Linien sich schneiden. Das heißt, wir bekommen einen Schnittpunkt. Dann würden wir sagen, okay, das geht jetzt hier nicht mehr um, die sind nicht mehr parallel. Und wenn diese beiden Geraden sich so schneiden, dass ein 90-Grad-Winkel entsteht bei dem Schneiden von den beiden, dann spricht man von senkrecht. Jetzt können wir aber hier reingehen und sagen, hier in dieser Situation haben wir weder parallele Linien, noch ist H1 senkrecht zu H2 und hier macht man auch einfach einen Strich drüber. Das heißt, es ist nicht senkrecht und das ist nicht parallel. So, nochmal ganz kurz rekapitulieren bzw. wiederholen, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben jetzt festgestellt, Linien, die wir in einer Ebene haben, und das ist wichtig, wenn ich von Ebene spreche, das heißt, wenn ihr auf einem Blatt Papier arbeitet, diese Linien können entweder parallel sein, die können einen Schnittpunkt haben, und wenn die einen Schnittpunkt haben, dann können die senkrecht sein. Senkrecht bedeutet, dass dieser Schnittwinkel zwischen den beiden, den wir hier eingezeichnet haben, dass der genau 90 Grad beträgt. Und damit sind wir eigentlich fertig. Merkt es euch, parallel kein Schnittpunkt. Der Abstand zwischen den beiden Linien ist immer gleich. Die zweite Möglichkeit, die wir haben, ist senkrecht und alles, was dazwischen drin ist, ist hier drin. Dafür gibt es eigentlich keinen richtigen Namen, sondern es ist weder parallel noch senkrecht. Dann wisst ihr, das ist einfach irgendwas dazwischen drin. Und damit wären wir auch schon fertig. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, schmeißt sie einfach in die den Kommentarabschnitt von YouTube rein. Wir sehen und hören voneinander. Okay, macht's gut und ciao.